Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time in Sandrock. Wir hoffen, dass wir heute wieder ein bisschen produktiv sein können. Wir wissen ja genau, was wir zu tun haben hier in Sandrock. Ja, wir haben heute Neujahr. Das müssen wir eigentlich auch mehr feiern. Ja, Kido, du siehst aus wie zum Bademeister. Wunderschön. Die Jacke ist halt richtig scheiße. Sie sieht so richtig starr aus. Sie sieht nicht gut aus. Aber ja, es sieht irgendwie besser aus als erwartet. So, verlassen wir es mal und dann gehen wir mal auf den Schrotti. Ich wende die macht da irgendwelche Sonderschichten. Ach, der Andi rennt da, der macht da bisher Erkundungstour. Ist ja erst 8:30. Ach ja. Sandrock ist schon ein schönes Dörfchen. So. Dann wollen wir mal nach da oben. Ist alles so grün, also es kommt jetzt halt auf den Frühling, da war es letztes Mal auch saugrün. Da finde ich ehrlich gesagt voll schön, dass es alles so grün und freundlich aussieht. Und nicht so abgestorben. Da brauchen wir ein neues Ticket. Ja, 200, was sind 200 Geld? Ja, ich glaube, die Venti, die hat da Strafarbeit zu leisten, noch ein paar Jahre. Möglicherweise. So. Aluminiumschrott. So, Faserabfall. Noch mehr Faserabfall. So, achso, du hast gerade so einen Skorpion gefunden. Ich dachte nämlich gerade so, hä, was macht die da? Und dann habe ich aufgehört halt zu drücken, weil ich dachte irgendwie ihre Ausdauer wäre der, aber war es halt nicht. So, und dann noch ein bisschen Venti mit den. Okay, sie möchte besprochen werden. Guten Abend zusammen, Hallöchen. Hast du mit dem Luftschiff angefangen? Ja, hier, nimm das. Okay. Titanschrott. Oh, danke. Das ist farblos, unglaublich. Ja, warum warst du nicht auf dieser Modenschau? Venti ist doch auch eine Heiratskandidatin. Warum ist sie da nicht gestanden? So, dann kümmern wir uns jetzt mal um den Garten. Damit wir weiterkommen. So. Ganz viel Hartholz und so. Da brauchen wir einmal so ein Ding. Dann haben wir die wieder hin. Ja. Was haben wir jetzt? Sandlauch. Vor allem haben wir jetzt mal ein bisschen was gekocht. Können wir ruhig mal wieder was hinhauen. Okay, Wasser brauchen wir ein bisschen. Aber wir haben ja 50 Wasser vom Burgess gekriegt. Das ist echt eine edle Spende von ihm, weil er richtig geizig eigentlich immer mit seinem scheiß Wasser ist. Und auf einmal schenkt er sein 50 Stück. Das ist eigentlich unglaublich. Das kann jetzt keiner erzählen, dass der Burgess auf einmal großzügig wurde. So. Ich muss sagen, ich freue mich wirklich, wenn wir das nochmal bei Null durchspielen. Und wenn es natürlich dann ganz viel Hotfix-Patches schon gab und dann zum Beispiel. Oh, ich glaube, ich war da ein paar Tage nicht herin. Upsi. Nochmal das erste Mal so große Sachen, würde ich sagen. So. Richtung Kaktus, sowas. So. So, dann haben wir hier noch. Da hätten wir auch noch was hinpflanzen können, egal. Läuft hier alles. Ja, das Geräusch von Hühnern, yay. So, Lieferkiste. Von der Fabrik kann man da einiges erhalten, das ist doch schön. Ja, ich wollte mal meine Motoren und so wegtun, weil die brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ach hier, diese Chips hier, die sind jetzt halt unnötig. Weil unser Spiegel hat jetzt schon die höchste Stufe erreicht. So, da haben wir Kalksteinziegel drin. Na, machen wir mal. Was können wir mal machen? Kalksteinziegel. Okay, der ist über der Grenze. Das falsche Ding.
Verstärktes Glas. So. Wasserfall. Oh, mal hier Titanschrott. Und da machen wir keramischen Schrott. Dann gehen wir mal schaffen. Es ist jetzt schon auch Mitternacht. Naja. Ich kriege ja morgen mein Kind, was Ernest schon seit Wochen bei mir sieht. So. Aber ich glaube, wenn man bei Portia schwanger war und halt eine Frau war, hat das unten so ein Statussymbol. So, oh. Oh Gott, jetzt kommt wieder irgendwie. Ah, du bist ja. Ich habe etwas für dich vorbereitet. Ode an der. Aber bevor ich es fertigstelle, dachte ich, es wäre gut, bei diesem riesigen Projekt zu helfen. Also habe ich ein paar, was auch immer, hier bestellt. Du brauchst das, oder? Pappelholz. Ist das so bestellt? Bei wem denn? So, plaudern. Du bist Handwerker des Jahres. Sprich mit deinem Partner Engel. Wir werden bald damit beginnen, unser Kind großzuziehen, den nächsten Lebensabschnitt zu beginnen. Herzlichen Glückwunsch zu unseren neuen Rollen. Wichtige Momente ist es wert, dass man sich an sie erinnert. Als habe ich ein Geschenk für dich vorbereitet. Alter, nochmal ein scheiß Kaktus. Was ist denn los mit denen? Also ich finde es ja toll, dass sie sich so Gedanken macht. Wie, du bist schwanger? Ja, ich bin scheinbar schwanger. Keine Ahnung. Ernest sagt dann dauernd, dass wir ein Kind haben. Ich sehe da noch kein Kind, aber... Ernest sieht da halt mehr als... Was ist denn da vor meiner Haustür los? Sind wir heute Party? Nee, wir haben heute keine Party. Ernest will unbedingt ein Kind haben, habe ich gehört. Sagt er mir zumindest andauernd. Okay, ihr wollt alle spielen. Das Change spielen will, finde ich cool, der Rest nicht so. Okay, ja, jetzt habe ich aber erstmal was anderes zu tun. Okay, Bronzeklinge brauchen wir 6 Mal. Okay. Boah. Was für eine Herausforderung. Also, 2-mal Motor, 2-mal. Also, einmal Luftschiffkörper. Machen wir mal. Luftschiffkörper. Einmal. Weitere. 2 davon. Und 2 hintere noch. Hey, jetzt habe ich, glaube ich, das ganze Ding completed, wenn ich mir das so anschaue. Ich habe keine Hochgeschwindigkeitsmotoren. Nein, ich muss in die Scheißmine. Ich gehe dann wohl heute in die Mine. Was haben wir da oben? Ach, das ist die Öffnung von dem Laden. Ich nehme mal Aufträge an und dann. Oh, das ist richtiger Abfuck, da hinten in diese Mine zu gehen, weil da haben wir dann ewig lange Ladezeiten. Aber ewig, ewig lange. So, was haben wir denn da? Ernest, kannst du. Sandkappen, nee, Arrigo, eigentlich will ich die behalten, aber okay, dann nimm hier deine Scheißkappen, kannst du auch haben. Davon haben wir 313, so. Weil ich glaube, ich kann diese Motoren nirgends kaufen, gell? Ja. Gehen wir das erste Mal davor zur Eröffnung. Lupita. Jensen, okay, ich rede nicht mit Jensen. Ich schaue hier dann nie zu, wie sie in der Früh um 8 herumsteht im Bikini. Finde ich schön. Kann man einfach mal machen. Mache ich auch gern, aber das mache ich am liebsten in Spanien, wenn es halt 30 Grad hat. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt noch so warm ist in Sandshrock. Hey, Leila. Willkommen. Mian hat die Nachricht über unseren Laden verbreitet und die Resonanz war unglaublich. Jeder scheint etwas Grünes oder Blumiges für sein Zuhause zu wollen. Ich hatte nicht erwartet, dass du an unserem ersten Tag so viel los sein würde. Ha, ich wusste, dass Mian Botanik ein Hit sein würde. Nee, Mini Botanik ein Hit sein würde. Er würde nicht ein paar Pflanzen als Dekoration lieben. Es ist nur so, dass die Bedingungen in Central vorher nicht ideal waren. Aber jetzt haben wir die Mittel, um sie am Leben zu erhalten. Wie schön, dass du an unseren ersten Tag besuchst, Großmutter Vivi. Hier ist deine Bestellung. Wir haben auch etwas ganz Besonderes als Eröffnungsgeschenk dabei. Ein Geschenk? Wie schön. Ich danke euch. Ich wünsche euren Geschäft viel Erfolg. Tschüss, Großmutter Vivi. Auf Wiedersehen. Geht jetzt in
im Jans Haus. Alle Kunden erhalten heute ein kostenloses Geschenk. Das hier ist für dich. Schau mal, das ist eine Hortensie. Das ist eine besondere Sorte, die wir von dem Blumenladen in Portia bekommen haben. Sind nicht wunderschön? Jetzt kannst du sie behalten. Vielen Dank, dass du am Anfang an dabei warst und dafür, dass du heute vorbeigekommen bist. Also gut, ich muss mich jetzt um andere Kunden kümmern, aber wir sehen uns heute Abend beim feierlichen Abendessen im Blue Moon. Okay, lila Hortensie im Kopf. Top, okay, cool. Ja, irgendwie ist ganz Portia so gefühlt da. Pablo ist so talentiert. Warum bist du da nicht auf dem Laufsteg gestanden, ne? Hier, bitteschön. Arivo ist bestimmt nicht da. Das ist ja hier. Die haben echt einen Laden da hinten jetzt. So, schau mal her, Schatzi. Die haben jetzt echt einen Laden. Mini-Botanik. Himbeersort, okay. Ja, das ist jetzt nicht so was Krasses. Kaktusblüte. Nee. Cool. Krassen Laden habt ihr da. Gut, dann bringe ich den einen Auftrag dann noch weg. Und dann. Oh, mit Hugo und Cooper habe ich noch nicht gesprochen. Hey, Zinkerz, danke. Ah, ich habe noch gar nicht meine neue Bestellung bei ihnen gemacht. Ich muss dringend zu ihnen in den Laden und diese Bestellung machen. Okay, Jackmehlmilch, die wird mich sicher unterstützen und zwei Krummsteine. Okay, ja, dann gehe ich mal kurz in seinen Laden und mache eine neue Bestellung, weil da haben wir gar keine mehr. So. So. Ja, das mit diesem Luftschiff ist jetzt ein bisschen bescheuert, dass ich halt zwei Motoren zu wenig habe. Details. Ja, aber ich muss das noch neu. Ach so, muss ich das extra kündigen? Auf jeden Fall, der ist noch aktiv. Keine Ahnung. Okay, ich kann jetzt halt auch hier nicht den Motor kaufen. Okay. Dann fahren wir mal nach da hinten. Und holen Motoren und Ladebildschirme. Ladebildschirme sind super. Freue mich jetzt schon. Unglaublich. Yay. Vorfreude. Wupp, wupp. So, reiten. Ich sehe die Lecks schon vor mir. Ach ja. Es leckt schon, bevor ich da überhaupt hinterfahre. Das ist auch schon toll. 22 Minuten. So, dann rufen wir mal die Daisy. Ja. Dann gehen wir da mal rein und ist geil. Das wird schrecklich. So, reingehen. Jetzt haben wir es erstmal 5 Minuten Ladebildschirm. Also, warum sollte man das auch schneller laden? So. Ja, es lädt auf jeden Fall ein bisschen länger. Ein bisschen sehr viel länger. Oh, ich hasse die. Ohne Scheiß, ich freue mich, wenn ich das nächste Mal hoffentlich das Spiel anmache und dann gibt es keine Ladebildschirme mehr oder ertragbare. Okay. Haben wir es geschafft nach gut einer Minute oder einer halben Minute. Wo bin ich hier gelandet? Okay. Ich suche Motoren. Gleich Frosch. Da. Auf geht's zum Motor. Hochgeschwindigkeitsmotor. Blechfrosch, Blechfrosch. Blechfrosch, Satellitenmodell. Satellitenmodell, okay. Super. Wo sind meine restlichen?
Wie machen wir mal hier zurücksetzen? Oh, kann ich nicht. Ja, betreten kann ich umgehen. Ich müsste es. Die Ladebildschirme sind bei jedem so schlimm, egal wie gut das System ist, okay. Na, dann kann ich mich hier noch auf was freuen. Okay. Ich will jetzt halt nicht die. Dann gehe ich jetzt von meinen 10, ja. Gibt's ja auch die. Wir suchen jetzt gerade nur die die Dingsies. Die Motoren. Können wir schon schnell. Ach, jetzt haben wir halt wieder ein Ladebildschirm. Na gut, dann machen wir jetzt einen Cut und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn dann der Ladebildschirm vorbei ist. Bis dahin, bye.